Heute zeige ich euch in einem kurzen Video, wie ihr die alten 10er Ventile gegen neue Luna Ventile ersetzt. Altes Ventil rausziehen. Hier gibt es eine Markierung. Markierung bitte ablesen. Hier 26 mm an der Einstellskala. Es gibt hierzu eine Austauschtabelle. Links seht ihr STB, das alte Ventil. Hier jetzt den Spaltmaß 26 mm auswählen. In der Tabelle laut Inbetriebnahmeprotokoll sind 35 Kubikmeter gefordert. Das ergibt in der Tabelle einen Wert von 2,13. Die 2 ist die Ebene, die 13 die Einstellzahl. Luna-Ventil nehmen, den Bajonettverschluss lösen. Hier sieht man die Einstellskala. Entriegeln. Hier sieht man diese zweite Ebene. Einstellwert 13 wählen, verriegeln, Abdeckung drauf und das neue Ventil montieren.